Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Serie Lohnt sich oder lohnt es sich nicht, eine SBC zu machen. Und ja, heute haben wir Luka Jovic, der ist gerade gekommen hier am 20.06. um 19 Uhr. Wir haben gerade 19.24 Uhr bei der Aufnahme. Und ja, es war, glaube ich, für alle eine Überraschung. Wir haben ja alle eigentlich Kent erwartet. Jeden, den ich kenne, gefühlt, der irgendwas dazu gesagt hat, hat Kent gewählt, aber es ist dann Jovic geworden. Die Reaktion aber allgemein, glaube ich, in der Community von FIFA ziemlich überraschend oder überrascht auf diese Karte. Aber gucken rein, und ich finde, Jovic, das habe ich auch in den Streams schon gesagt, das könnte eine interessante Karte werden. SBC wird so mit um die 280.000 aktuell gelistet. Man weiß nicht, wo die noch hinpendeln wird. Vielleicht wird sie noch ein bisschen sinken oder auch noch ein bisschen steigen. Ich denke tendenziell vielleicht eher sinken. Aber das wird sich dann in 10.000, 20.000er Beträgen wahrscheinlich abspielen. Wir gucken rein. Sehen Jovic, eine super, super Karte. Erstmal, wenn man so die Werte anguckt, viel Grünes dabei. Zwei gelbe Werte drin. Hat einen super, super Antritt. Hat super Schuss, also hat super, super Tempowerte, super Schusswerte. Fernschuss 86, vielleicht ein bisschen wenig, wenn man so die Tots zumindest betrachtet. Aber das geht noch. Hat einen super Passspielwert. Gut, Langpass fällt dann so ein bisschen ab, das ist beim Stürmer aber nicht ganz so wichtig, meiner Meinung nach. Hat aber super Dribbling-Werte, das kann man, denke ich, unterschreiben. Beweglichkeit, Balance kann geboostet werden, das ist nicht so schlimm. Und hat vor allem auch eine super Physis, was auch viele Stürmer auch in Tots-Phasen hier nicht unbedingt mitbringen. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, an für sich eine wirklich starke Karte. Wir gucken aber trotzdem rein, was denn Alternativen waren. Ich habe mich mal wieder auf die Suche begeben. Und wie gesagt, ich mache es ja immer in zwei Richtungen, meiner Meinung nach. Warum hier jetzt noch die anderen drin sind, die hatte ich eigentlich eben gelöscht. Das war mal wieder ein Bug von FIFA. Egal, wir schmeißen sie hier raus. Es gibt zwei Richtungen, die man ein Team bauen kann. Es gibt die Richtung halt eben, dass man sagen kann, wir holen die gleiche Nation. Das wäre im Fall von Jovic Serbien. Ich würde mal sagen, das können wir uns getrost ersparen, weil es dort keine Spieler gibt. Und ich denke, von euch auch keiner ein Serbien-Team spielen wird. Deswegen brauchen wir da eigentlich nicht hingucken. Dafür werden wir aber auf zwei Karten gucken, weil ich sagen muss, es gibt zwei Karten, die man ziemlich gleich mit ihm vergleichen könnte. Jovic als Referenz haben wir schon mal reingeholt. Die erste der beiden Karten ist auch eine SBC-Karte, die ich auch interessant fand, und das ist Rodrigo. Wir gucken uns den an im Vergleich. Ja, halt die Footbirthday SBC von Valencia. Schauen dort rein und sehen, ja, auch 5 Sterne Weakfoot, das ist halt als Vergleichswert Linksfuß. Hochmittelarbeitsraten, das ist ein bisschen anders als bei Jovic, da bin ich eben nicht drauf eingegangen, der hat Mittel, ist vielleicht tendenziell bei Jovic schon mal ein Ticken schlechter, das kann man sagen. Ja, schauen dann eben rein auf die Werte und sehen, ja, dass das von den Werten her, muss ich sagen, ähnlich ist. Wir haben Antrittswerte bzw. Tempowerte, die ein bisschen stärker sind als bei Jovic, Schusswerte, die allgemein gefühlt ein bisschen schwächer sind als bei Jovic, weniger Fernschuss, das wäre mir beispielsweise schon negativ, das sind schon wieder 4 Punkte, 82 ist dann schon wieder grenzwertig. Und ja, Passwerte sind auch hier ein bisschen schlechter, wobei ich sagen muss, das ist ein Bereich, darauf kann man noch verzichten, das ist jetzt nicht so ganz wichtig bei einem Stürmer. Sehen aber das Dribbling, und da muss man sagen, da ist Jovic auch wieder ein Stückchen vorne, ein gutes Stückchen sogar, weil er auch Beweglichkeit, Balance in einem Bereich hat, wo man bei Jovic auf jeden Fall Richtung 99 boosten kann, je nach Chemistry-Style. Hier bei Rodrigo ist das schon ein bisschen schwieriger. Da ist man quasi dazu gezwungen, auf jeden Fall 3 auf Dribbling zu setzen. Ansonsten wird es halt wirklich schwierig. Gerade jetzt in der aktuellen Meta. Defensive, ja, kann man sich sparen. Das ist gleich in etwa. Physis ist wieder deutlich schwächer als bei Jovic. Und diese Karte kostet halt eben im Vergleich, sie wird aktuell gelistet mit 340.000. Es schwankt halt immer noch ein bisschen. Aber ist auf jeden Fall maximal, wenn das sinken würde, wäre sie genauso teuer wie von Jovic halt eben. Ich denke aber, dass sie drüber bleiben wird vom Preis und meiner Meinung nach, ja, schlechter ist als die von Jovic. Das Einzige, was hier wirklich für Rodrigo meiner Meinung nach spricht, und das ist ein ganz, ganz kleiner Faktor, muss ich sagen, das sind halt wirklich die Arbeitsraten mit Hochmittel, die besser sind. Der Rest ist eigentlich, ja, entweder gleich oder halt auf Seiten von Jovic. Man sieht hier ja, Bei Jovic ist es halt der rechte Fuß, bei Rodrigo der linke, die Größe ist genau die gleiche. Also ich glaube, einen viel besseren Vergleich von Spieler gibt es eigentlich nicht. Wenn man da vom Linken nichts abhängig macht, dann würde ich sagen, geht das hier schon mal ganz klar an Jovic. Der andere Vergleich, der ist jetzt wieder ein bisschen, ja, prominenter, und zwar ist das Griezmann Foot Birthday. Der liegt beim Preis, ich gehe jetzt wieder von der PlayStation aus, bei
520.000 bei den anderen beiden Konsolen schwankt das. Xbox ist aktuell ein bisschen drunter. Bei PC schwankt es halt, dass man das nicht wirklich sagen kann. Ja. Hat auch eine super Karte, hat auch 5 Sterne Recruit bekommen, deswegen kann man das vergleichen. Hat hoch Arbeitsraten. Auch das würde ich sagen, ist tendenziell gefühlt ein bisschen besser. Ist aber kleiner und Linksfuß, wobei das ist egal ist. Spezialbewegung bei beiden anderen auch auf 4 gewesen. Auch hier wieder 4. Ich glaube, da muss man da nicht groß drauf eingehen. Gucken auf die Werte und sehen auch hier, fangen wir an, das von hinten, von vorne zu vergleichen, würde ich sagen. Wir sehen, Tempo ist bei Jovic auf jeden Fall ein bisschen besser. Wobei das jetzt für mich kein Ultra-Ausschlusskriterium hier wäre, weil das bei Griezmann auch gut ist, noch in einem Bereich ist, wo man es ganz gut boosten kann. Aber, ja, beim Schuss sieht man dann, dass es auch wieder so ein bisschen ist wie Jovic. Das ist schon auf jeden Fall näher an Jovic, als es bei Rodrigo der Fall war. Sehen, der Fernschuss ist einen Wert besser. Das auf jeden Fall spricht vielleicht tendenziell ein bisschen für Griezmann, aber das ein Punkt wird da, glaube ich, auch nicht so viel ausmachen. Sehen, dass das Passspiel, ja, besser ist als bei Jovic auf jeden Fall, weil er einen langen Pass hat, der stärker ist. Von daher ist Griezmann halt eher in diesem ZOM-Bereich drin, obwohl er ja eigentlich eher als Stürmer einzuordnen ist. Könnte er auch in ZOM besser ausführen als Jovic, das muss man schon mal sagen. Und das Dribbling ist wieder relativ gleich, wobei Beweglichkeit und Balance bei Jovic ein Ticken besser ist. Hier haben wir 93,85, bei Jovic haben wir eine 91,90. Das ist schon ein bisschen besser, wegen den Chemistry-Styles halt ganz einfach. Das in Verbindung mit dem Tempo auf jeden Fall schon mal ein Negativpunkt für Griezmann. Defensive, ja, ist wieder ziemlich ähnlich, das ist aber auch nicht so wichtig. Und bei der Physis, die geht ganz, ganz klar an Jovic. Wir haben hier Ausdauer 91, Sprungkraft 93, Stärke haben wir auf einer 66 bei Jovic. Sind zwar bei einer Stärke 90, 88, Ausdauer 87, Sprungkraft. Also die oberen zwei Werte sind bei Griezmann tatsächlich besser, aber auch nur unwesentlich, würde ich jetzt mal fast sagen. Und die Stärke, was in dieser Meta halt auch unglaublich wichtig ist, ist deutlich schwächer bei Griezmann. Da sind wir bei 24 Punkten, die der Jovic mehr hat und 90er Stärke als Stürmer. Das ist schon relativ nice. Ich denke, ihr könnt euch mein Feedback, ja, oder mein Feedback zu Jovic, meine Meinung zu Jovic irgendwie schon fast denken. Ich muss sagen, ich bin von dieser Karte, ja, sehr beeindruckt. Ich habe ihn auch so erwartet. Ist halt ein bisschen schade, dass der Langpass so weit unten ist. Ich würde sagen, Jovic lohnt sich, wenn man die Alternativen betrachtet, wenn ihr ein Liga-Team habt, sowieso. Da gibt es meiner Meinung nach auch in der Stürmerposition nicht wirklich was Besseres, weil 5 Sterne so wichtig dieses Jahr sind. Wenn man ihn wirklich in der Spitze einsetzt, wenn ihr jetzt, sag ich mal, eher einen ZOM haben wollt, der auch Stürmerwert hat, dann würde ich fast sogar eher Griezmann nehmen, weil einfach der Langpass dann mehr ins Gewicht fällt. Aber das ist wirklich die einzige Variante. Griezmann ist doppelt so teuer fast wie Jovic, muss man sagen. Und halt auch ganz einfach, ja, die Nation ist halt bei Griezmann besser zum Linken. Aber wenn wirklich in der Liga-Team gespielt wird, wenn Jovic da reinpasst auf 10 Chemie, dann würde ich von diesen drei am ehesten Jovic nehmen. Rodrigo fällt durch den Preis sowieso komplett raus. Der ist in Relation zu Jovic, ja, müsste er auf jeden Fall billiger sein, damit der eine ernsthafte Konkurrenz zu ihm wäre. Und Griezmann, wie gesagt, das ist halt einfacher zu Linken, aber wenn man den einbauen kann, definitiv auf Jovic. Als Stürmer vorne in der Spitze wird der sehr, sehr stark sein. Wenn man dann noch die Tempo-Beweglichkeitswerte da boostet, dann wird der richtig abgehen. Ihr könnt gerne eure Meinung zu Jovic unten reinschreiben. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr zu der Karte sagt. Und würde mich über ein Abo und ein Like natürlich freuen, wenn euch das soweit gefallen hat. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns ja beim nächsten Video oder Stream wie auch immer wiedersehen. Also bis dann zum nächsten Mal und ciao, ciao.